Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. In der letzten Folge hatte ich etwas Schiss, weil ich wusste, dass es nicht ganz so einfach gewesen ist zu zweit. Und habe die Saphira-Höhle gemacht. Aber es ging doch unterm Strich recht gut. Und jetzt stehen wir hier oben beim Händlerlager. Und ich denke mal, dass wir dann zu Lutera weiterreisen werden. Wir müssen aber erstmal mit Amel sprechen. Ich habe mich umgesehen, aber konnte den Dämon nicht ausfindig machen. Der Richtung nach zu urteilen, in die er ging, vermute ich aber, dass er nach Lutera unterwegs ist. Das andere Siegel, das wir zum Finden der Arche benötigen, könnte sich in Lutera befinden. Beeilen wir uns. Mondgöttin, während ich auf dich gewartet habe, habe ich die Karawane gebeten, zwei Plätze für uns freizuhalten. Ich würde zwar gerne mit dir kommen, aber leider war nur noch jeweils ein Platz im Vorhuts- und im Nachhutstrupp frei. Auf dem Zagoras an der Grenze von Lutera ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen und jeden Tag werden viele Soldaten verwundet. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich ihnen zuerst helfe? Warum sollte mir das was ausmachen? Okay. Wir sehen uns in Lutera. Okay. Sehen wir uns da. Wo ist der Händler? Da. Oh, ich glaube, der Priester hat mir von dir erzählt. Ich habe dir einen Platz gesichert. Das ist schön. Bist du bereit? Dann komm zum Tor. Ich nehme die Karawane zum lutheranischen Tor. Wir sehen uns dort. Und es gibt wieder ein Update. Sehr schön. Jetzt muss ich erstmal gucken. Moment. Mach das weg. Ich sehe nichts. Doch, ich muss nach oben hin. Okay. Achso, ich muss ja erstmal Fertigkeitspunkt reinmachen. Ah. Beziehungsweise zwei können wir reinmachen. Und haben noch nicht die Stufe fürs nächste. Ich weiß gar nicht. Das habe ich auch mal ausprobiert. Da wollte ich übrigens noch gucken. Moment, das hier. Was ist das eigentlich? Erzeugt im Umkreis eine Kältewelle. Sie verursacht bei Gegnern manchmal. Weil das hat, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das gar nicht so richtig durchgekommen ist. Aber gut, ich beobachte das mal ein bisschen. Ja, wo nehme ich das denn am besten? Der Blitz. Wenn der Gegner stehen bleibt, ist das natürlich sehr schön. Ich könnte natürlich auch die schweren Angriffe ein bisschen verbessern. Der macht 4000 Schaden. Also ich denke ja immer, dass es ganz gut ist, wenn ich die leichten Angriffe ein bisschen verbessere, damit die halt eben mehr Schaden machen. Der würde jetzt... Oh, das ist ein Unterschied, ne? Ah, ne, Moment. 2,7 hatte der vorher. Ja, gut. Sonst mache ich tatsächlich da die zwei Punkte rein, damit ich dann für die großen Gegner später noch ein bisschen besser gerüstet bin. So, da kann ich noch nichts auswählen. Okay. Dann müssen wir einmal nach oben. Nee. Der Kristallbaumsalz. Warte mal. Kann man da irgendwas mitmachen? Ich habe ja leider das Handwerk noch nicht freigeschaltet bei ihr. Weil der ist so komisch. Aber es könnte natürlich sein, dass das jetzt damit zu tun hat, dass das die Bäume sind, die man fürs Handwerk dann machen kann. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gespoilert. Es tut mir leid. Das ist tatsächlich das, was jetzt als nächstes auf uns zukommt. Wolltest du los, ohne dich zu verabschieden? Nun, ich danke dir. Ich wollte dich verabschieden. Vielen Dank für alles. Kein Thema. Möge deine neue Reise sicher und vom Licht gesegnet sein. Ach, Donna, sie ist auch da. Du bist Judias Retterin. Okay, dann gehen wir in den neuen Abschnitt. Und diese Gegend finde ich eigentlich ziemlich schön. Also ich war hier, war ich ja schon mal. Das war, glaube ich, das letzte Gebiet, wo ich mit meinem Privatmann. Ich habe von dir gehört. Du kommst aus Judia. Pater Amel hat schon wirklich viel von dir erzählt. Der Priester befindet sich aktuell am westlichen Außenposten. Er schien auf dich zu warten.
Okay, dann gehen wir da doch auch gleich mal hin. Übergibt der sich jetzt hier gleich? Junge, was ist los mit dir? Bist du irgendwie krank? Die sind alle krank hier irgendwie. Hi. Der Grenzwache geht das Essen aus. Oh, dann haben sie bestimmt alle Hunger. Wir müssen dem Nahrungsmangel durch Wildjagd entgegenkommen. Aber bei so vielen Verletzten ist auch unsere Mannstärke eher gering. Würdest du uns bei der Nahrungsbeschaffung helfen? Bitte bring es zu Kain am westlichen Außenposten. Ja, okay. Wir brauchen Wildschweine. Okay, Wildschweine. Schweinchen, 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 wo bist du? Da sind sie, da sind sie. No. Ich glaube, das waren genug. Okay. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Ach so, ich glaube, man kann das jetzt nicht sehen, weil der da drüber hängt. Also die andere Quest da drüber hängt. Nein, du interessierst mich nicht. Du bist wieder da? Ja, genau. Da ist er. Fleisch vom Wildschwein. Sieh an, dieser Meil hat gute Arbeit geleistet. Und danke dir. Wenn du nicht gewesen wärst, wären alle verhungert. Ich werde sicherstellen, dass die Verwundeten zuerst versorgt werden. Das ist immer gut. Unseren Truppen mangelt es immer noch an Vorräten. Obwohl wir dank der Vorräte, die du besorgt hast, gerade so über die Runden kamen, reichten sie aber leider nicht. Könntest du alles Nützliche aus den Schrotthaufen bergen und es Danef bringen? Jo, wenn ich jetzt weiß, wer Danef ist. Du bist wieder da. Schrotthaufen, Schrotthaufen, da. So, der Typ ist irgendwo hier hinten. Hm, das könnten wir gebrauchen. Wir haben sowieso Tragen für die Verletzten gebraucht. Obwohl Pater Amel sie versorgt hat, wären sie gestorben, wenn wir sie zurückgelassen hätten. Zum Glück gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer. Wir sollten sie damit zur Festung tragen können. Danke, dafür schulden wir dir echt was. So, okay, dann müsste das Amel sein hier vorne, ja. Wir kamen, um das Siegel des Adlers zu untersuchen. Aber wir konnten nicht weiter, weil zu viele Leute verletzt waren. Wenn es so schlimm am Wachposten ist, dann muss es an der Zagoras-Festung noch viel schlimmer sein. Bitte hilf den Soldaten hier noch ein wenig länger. Ich werde vorangehen und zur Zagoras-Festung reisen. Bitte sprich mit Danef, dem Hauptmann dieses Außenpostens. Das war der hier links, genau. Unsere Versorgung zu kappen war nicht genug. Schericht musste auch noch einen Überraschungsangriff starten. Oh, du hast also Pater Amel getroffen. Bitte entschuldige. Ich konnte meinen Zorn nicht länger zurückhalten. Wie du siehst, gibt es hier überall verletzte Soldaten. Wenn Pater Amel nicht gewesen wäre, wäre die Hälfte von ihnen sicher gestorben. Und wenn du nicht gewesen wärst, wären noch mehr verhungert. Ich danke dir von ganzem Herzen. Für mich sind sie wie meine Söhne und du hast ihnen das Leben gerettet. Dürfte ich dich noch einmal um Hilfe bitten? Mir stehen nicht viele Leute zur Verfügung, die sich frei bewegen können. Würdest du mir den Gefallen tun und die verletzten Soldaten verarzten? Ja. Hallo? Wo bin ich jetzt drin? Hallo? Ich bin irgendwie im Laden oder so. Sehr schön. Ich habe nirgendwo drauf gedrückt, aber macht mir mal einfach irgendein Fenster auf. Vielen Dank. Kein Thema. Wo ist der andere? Oh, ich glaube, mir geht es etwas besser. Das ist gut. Ich dachte wirklich, das wär's gewesen. Na komm, du hast doch nur Hunger, so wie du aussiehst. Ach, dann waren die also verletzt, die da so komisch rumstanden. Alle sind aus dem Schneider. Du hast meinen tiefsten Dank. Pater Amel sagte, er sei auf dem Weg zur Zagoras-Festung. Du kannst sie erreichen, wenn du von hier aus noch etwas höher gehst. Erzähle dem Soldaten am Tor von mir, dann wird er dich reinlassen. Okay. Sehr schön. Da können wir dann auch mal gucken wegen Tränken.
Die wird ich nämlich... Und wir können wieder was freischalten zum Porten. Das ist sehr gut. Nein, nervt mich nicht. Ich muss hier nur durch. Ja, ihr lieben Monster-Tigerchen. Achso, Moment, da oben. Das ist Blödsinn. Mach direkt hier rum. So. Wo ist der Kerl? Halt! Wenn du eintreten willst, identifiziere... Das ist doch von Hauptmann Danev. Du gehörst zu Pater Amel. Bitte entschuldige meine Anmaßung. Pater Amel ist gerade in der Festung. Er behandelt die vergifteten Soldaten. Du wirst ihn in der Festung antreffen. Ich dachte gerade, das wäre der andere, weil... ich weiß nicht, ob es hier war oder später. Oh. Eigentlich wollte ich nur rein. Den Teil hatte ich dann doch irgendwie vergessen. Die Verletzten erholen sich kein bisschen. Ja, das ist immer schlecht. Pater Amel, muss ich mit dir sprechen? Halte durch. Dir wird es bald besser gehen. Genau, wir laufen jetzt durch den Dungeon. Gesegneter Priester. Und dann geht's dir besser. Da bist du ja. Hier entlang. Komm, folge mir. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folgen soll. Du bist endlich hier. Ich habe derweil die Soldaten versorgt. Sobald die Behandlung beendet ist, können wir uns um das Siegel des Adlers kümmern. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Thyrain, ein Ritter Lutheras. Sir Thyrain, ich bin Pater Amel. Und das ist meine Begleitung. Ich möchte euch für die Versorgung meiner Soldaten danken. Ihre langsame Erholung bereitete mir Kummer. Doch dank euch habe ich nun eine Sorge weniger. Ihr müsst erschöpft sein. Wir sollten euch eine warme Mahlzeit und einen Schlafplatz für die Nacht besorgen. Ziel in Sicht. Keine Zeugen. Vorsicht! Na, kommt alle zu mir. Na, war widerstandskräftig hier. Beschützt den Prinzen! Ich hatte das Areal! Prinz Thyrain, seid ihr verletzt? Nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsstet. Aber eure Hoheit... Ich sagte doch, mir geht es gut. Darf ich? Bitte haltet still. Kelea mamlaka behankebra, leon meon mein. Wow, beeindruckend. Zum Glück war die Wunde nicht zu tief. Ihr seid eindeutig mehr als nur eine Ritterin Lutheras. Ich... bin im Moment nicht sehr prinzenhaft. Eine Ritterin? Unterhalten wir uns dort drüben weiter. Ja, bevor ich jetzt aber dahin gehe, muss ich mal eben schnell, weil sonst vergesse ich das. Das Ding freischalten. Ja? Reporter, genau. Danke für deine Hilfe. Das hätte ein echtes Desaster werden können. Wenn Pater Amel nicht gewesen wäre, hätten das noch schlimmer enden können. Aber darf ich fragen, was dich in diese Zeiten hierher verschlägt? Das Siegel des Adlers? Das ist ein Erbstück der Lutera-Dynastie. Aber woher weißt du davon? Die Arche? Ich verstehe. Ich bin etwas verblüfft, so plötzlich von etwas zu hören, das ich eigentlich immer für eine Legende hielt. Nun, selbst wenn es ein Erbstück ist, so ist es doch nicht so kostbar, dass wir es nicht jemanden geben könnten, der unsere Soldaten gerettet hat. Schließlich könnte Lutera all die Jahre auch überleben, ohne sich auf solche Legenden zu verlassen. Allerdings befindet sich das Siegel des Adlers gerade auf Burg Lutera. Die Burg Lutera wurde von Scherich, dem aktuellen Regenten,
seit dem Tod meines Vaters übernommen. Ich habe hier Soldaten rekrutiert, um den Tyrannen Schericht zu vertreiben. Dieser Ort ist zurzeit in Gefahr und ich kann es dir nicht gestatten, auch in diese Gefahr verwickelt zu werden. Wir sollten das Siegel finden können, wenn wir die Burg zurückerobern. Bitte komm dann wieder zu mir. Oh mein Gott, das hört sich so groß an irgendwie. Eieiei. Wir gehen mal kurz zum Tränkehändler, weil ich da nämlich gerne mal 958 für jeweils 20. Naja, so günstig sind die auch nicht. Und das sind 7. Das sind die kleinen halt für 10. Naja. Streng genommen, ne? Für den doppelten Preis von dem hier würde man jetzt 1700 knapp, 1500 ungefähr, heilen können. Und davon natürlich, andererseits, der macht es halt auf einen Schlag, ne? Das ist so ein bisschen, ja, wie viel habe ich denn wovon? Moment, das sind diese 900. Wenn ich da, wie viel kann ich denn? 1, 2. Ich kann es anklicken, aber kaufen rechts. Macht er dann immer nur einen? Ne, jetzt hat er den reingetan. Jetzt haben wir, Moment, jetzt haben wir 80. Ach so, doch, okay. Kaufen wir mal für 100. So. Haben wir noch 2 rein, dann haben wir genau 90. So, aber das ist gut, das zu wissen. Ich meine, ich will jetzt nicht mein Gold bzw. mein Silber ausgeben. Entschuldigung. Das ist gut, das zu wissen, dass man die Tränke hier auch kaufen kann. Weil ehrlich gesagt, habe ich mich nie so wirklich darum gekümmert. Du bist der Lagerwächter, das ist gut. Oh, das muss ich gleich mal tauschen. Ich hatte, ach so, genau, die Brille. Die Brille wollte ich jetzt hier mal reintun, weil die, ich ziehe die ja sowieso nicht an und die bringt mir auch nicht wirklich was, außer halt, ja, ganz wenig mehr Intelligenz und ein bisschen Charisma. Ob das jetzt so wirklich nützlich ist, weiß ich nicht. Die Karte, da bin ich, glaube ich, jetzt auch schon weg. Die tue ich jetzt auch erstmal da rein. Und den Rest kann ich ja, ich meine, gut, wir haben jetzt nicht gerade wenig Platz. Da unten könnte ich auch noch verkaufen. So. Hätte ich zwar jetzt gerade auch machen können, aber ich habe es vergessen. Ach so, Moment. Das wollte ich noch tauschen. Das heißt, ich kann die nämlich zerlegen. Zack. So. Die wollte ich erstmal behalten, weil ich nicht genau weiß, genau. Dann kann ich den Kram bei dir verkaufen. Schrott verkaufen. Zack. So. Oh. Ja, so kann man auch... Ah, nee, das ist gar kein Stufenaufstieg gewesen. Das war Stufenaufstieg... Ah. Ach, da kriege ich auch mehr Sterne, wenn ich was verkaufe. Das ist ja cool. Okay. Wir haben zu viele verloren. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Ich hoffe, dass er uns jetzt nach oben schickt, weil sich das nämlich doch nach einer längeren Phase gerade anhörte. Prinz Thyrain ist ein ehrenvoller Mann. Die Gerüchte scheinen zu stimmen. Die Art und Weise, wie er voll und ganz zustimmte, uns ein königliches Erbstück zu überlassen. Außerdem hat er sich wirklich sehr um seine Männer gekümmert. Fast so, als wären es seine eigenen Brüder. Ich würde gern Prinz Thyrain helfen. Was meinst du, Mondgöttin? Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass du bereit bist, um zu helfen. Ich werde mich hier um die Soldaten kümmern. Scheint, als hätte der Fürst von Zagoras, Sir Mehen, Probleme bei der Verwaltung der Vorräte. Bitte geh ihm zur Hand, Mondgöttin. Ah, kommt also noch eine Zwischenquest quasi, ja? Über, nee, öffne die Vorratstruhen. Ist das das hier? Ja. Warum konnte ich die dann gerade nicht anklicken? So, fertig. Dann müssen wir nach unten. Ich würde nämlich ungern jetzt... Das hört sich so nach großem Kampf an. Den würde ich jetzt ungern am Ende der Folge starten. Hallo. Hm. Ist das die Vorratsliste? Oh, ist sehr detailliert. Das ist eine große Hilfe. Ich wurde mit einem Problem nach dem anderen belastet. Aber jetzt, da du dich um dieses hier gekümmert hast, geht es mir schon besser. Dankeschön.
Jo. Das war jetzt nicht besonders viel, aber okay. So. Seine Dankbarkeit erfreut mich. Ich bin fast fertig mit der Behandlung. Viele wurden verschont, dank der Führung von Regulus. Zum Glück konnten wir den Leuten hier helfen. So, Quest angenommen. Es ist immer schön, wenn wir eine neue Quest annehmen, ohne überhaupt zu wissen, worum es gerade geht. Danke, dass du Mihan geholfen hast. Welche Erleichterung. Könnte ich dich um noch etwas bitten? Mir wurde aufgetragen, eine Deklaration an alle Fraktionen Luteras zu schicken, vor dem Marsch zur Burg Lutera. Allerdings ist Mihan gerade mit der Rettung der Festung beschäftigt. Und ich würde das gerne jemanden überlassen, auf den Verlass ist, weil es so wichtig ist. Bitte, ich zähle auf dich. Okay. Das wäre dann das hier oben. Finde den Brieftaubenzüchter. Aber wir haben jetzt hier noch eine andere Quest. Ist das eine kurze Quest? Die würde ich mal direkt mit annehmen. Dank dir geht es unseren Soldaten schon viel besser. Vielen Dank. Allerdings leiden noch immer viele Soldaten an dem Gift. Und das, obwohl sich Pater Amel um sie kümmert. Das Auffinden und Eliminieren der Ursache sollte eine schnelle Lösung bringen. Könntest du den Brunnen in der Nähe untersuchen? Ja. Wenn ich weiß... Ach da. Das ist wirklich in der Nähe. Das muss ich jetzt gar nicht dem sagen. Ach so, Moment, F5. Ah, okay. Steht ja hier rechts. Jetzt aber. Also war es dieses Gift. Jetzt, da wir wissen, wo das Gift herkam, können wir etwas dagegen unternehmen. Die rote Frucht, die auf Zagoras wächst, sollte als Gegengift wirken. Ich denke, ich sollte hier genug zusammenbekommen. Könntest du dem nördlichen Außenposten helfen, wenn es dir nichts ausmacht? Es besteht die Chance, dass die Leute dort auch vergiftet wurden. Bringe die Früchte bitte zu Lien am nördlichen Außenposten. Da müssen wir, glaube ich, sowieso hin, ne? Ja, gut, dann machen wir das eben. Kein Thema. Aber wir schalten da oben auf dem Weg dann auch nochmal schnell den Triporter frei. Damit wir da dann auch zur Not hinreisen können. Was ist das denn hier? Was sind das denn für Viecher? Da ist er. So, den haben wir schon mal. Und dann einmal... Achso, beschaffe rote Früchte. Sollte ich nicht eigentlich dem Typen was geben, statt was zu beschaffen? Aber okay. Der Außenposten ist auch hier oben. Ja, das passt doch. Nein. Lauf da rum. Mann. Ich sage, ich komme mit der Steuerung immer noch nicht klar. Und ich spiele jetzt doch schon eine ganze Weile. Aber das macht trotzdem die Lust auf dieses Spiel nicht weniger, irgendwie. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ist das Obst? William hat dich geschickt? Oh, ich verstehe. Es ist dein Gegengift. Danke. Wir waren schon langsam an Verzweifeln. Ich beeile mich und gebe das an alle weiter. So, sehr schön. Dann, wo ist der Taubenzüchter? Wobei ich eigentlich sogar sagen würde, dass wir noch nicht ganz zum Taubenzüchter gehen, sondern dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann mit dem Taubenzüchter in der nächsten Folge sprechen und dann vielleicht sogar den Ansturm auf die Burg machen. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil es hört sich doch sehr groß an, aber mal gucken, was da noch alles auf uns zukommt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!